Können wir den diesmal früher starten? Complete all Easter Eggs. So step, okay. Ich muss alle Easter Eggs machen, damit wir überhaupt Dings kriegen. Pack-a-Punch. Und Endgame. Jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein. Danke. Direkt Punkte geklaut. Ich muss jetzt hier richtig smart vorgehen. Von Anfang an auch auf diesem Baby achten. Ganz wichtig. Das müssen wir diesmal alles sofort schaffen. November 21 kam das einfach raus. Da ging es endgültig bergab. Also Vanguard sah ja richtig, richtig cool aus, wie ich fand. So im ersten Eindruck. Sah richtig düster aus, so. Richtig dunkles, brutales COD, aber es war so schlecht zu spielen einfach. Also die reine Optik von dem Trailer und sowas, das fand ich von Vanguard super, super geil. Natürlich hat man direkt gesehen, gut, die haben keine klassischen Charaktere und sowas. Aber auch World War 2 zum Beispiel ist in eine gute Richtung gegangen, was das Optische angeht, aber es hat halt auch im Spielerischen nicht überzeugt. Korrekt. Wollte ich gerade sagen, nachdem hole ich mir noch eine neue Wumme. Aber wenn er gönnt. So, jetzt ist easy. Ich will noch mal ein paar komplexere Karten noch mal spielen. Also die wirkt halt, wie schon optisch ist die, wirkt die wie Kindergarten, aber die ist halt echt schwer zu spielen. Kann man hier direkt am Anfang mal holen. Blauen Panther schon aktivieren, kann ich gleich mal schauen, ob das schon geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht erstmal die Karte aufkaufen muss. Geht noch nicht. Ich brauche noch eine Waffe. Was hast du hier im Start? Mac-10. Okay, der hat mir eben schon geholt. Ich habe eine gute Lösung. Ja, perfekt. Die hier am Abshaken sind, Alter. So, sehr gut. 6000 Punkte zusammen. Solider Start, würde ich sagen. Wir müssen so schnell wie möglich das Ganze starten. Ich dachte, hier machst du einmal so einen Rundumgang und dann holst du dir halt einfach alle Perks und so und dann wäre es das gewesen erstmal. Die war eigentlich eben ganz gut. Hier gibt es wieder einen Free Perk. Doppelt Feuer diesmal. Das ist mal was Gutes. Ein bisschen tödlicher, du. Was denkst du dieses Jahr mit Chronicles 2? Ja, ich kann es mir generell irgendwie schlecht vorstellen, irgendwie. Aber ich habe jetzt auch schon viel von Leaks gelesen, dass es dann doch wohl sein könnte, dass wir Chronicles kriegen. Dass es irgendwie ein Jahr die Storyline von Black Ops 6 so gesehen sein soll, dann nächstes Jahr noch eine andere Storyline und dann im dritten Jahr irgendwie Chronicles kommen soll oder sowas, habe ich letztens gelesen. Ich weiß aber auch nicht, wie man darauf vertrauen kann. Es wäre das Beste, wenn sie die einfach bringen, glaube ich, die Karten.
Einfach so als Zusatzoption, damit die Spieler ein bisschen zufriedener sind. Hier, Marshall. Brauche ich nicht. Checken, wo hier das Dingens war. Wo ist der hin? Hey, hier war doch vorhin einer. So ein Mini-Mario irgendwo. Wahrscheinlich war da noch irgendwo einer dann. Oder der ist irgendwo weiter vorne. Und dann geht er später nach hinten. Egal, ich check das hier nochmal schnell. Genauer ab. Nee, aber hier sehe ich keinen. Nee. Gucken wir mal. Ich denke nicht, dass ein BO6 an BO3 rankommen wird. Also ich denke, es wird besser als Cold War. Und das ist dann, würde ich sagen, für die letzten 10 Jahre Zombies eigentlich etwas sehr Gutes schon. Cold War war ja schon in Ordnung. Wo ist hier das Vieh hin, Alter? Ja gut, Money wird eh wieder knapp. Ist auch noch keiner. Schieß mal kurz die Mac 10 leer. Weil dann würde ich die einfach abgeben. Ja, okay. Death Machine nehme ich auch mit. Muss ich nur gleich diesen Mario finden. Wir haben noch Mario Castle, müssen wir auch noch machen. Also hiernach mache ich erstmal eine Runde Gun Game, glaube ich. Ich denke, auf der Gamescom. Aktuell, so wie es aussieht, nicht. Also ich hatte auch eigentlich gar nicht geplant, in dem Zeitraum Zeit zu haben. Da hatte ich eigentlich was anderes vorgehabt. Das hat sich dann aber auch noch erledigt. Deswegen habe ich eigentlich Zeit für Gamescom, aber ich habe halt kein Ticket oder geschweige denn sonst irgendwie groß hier. Also bist du auf der Gamescom, weil ich wollte gerade sagen. Kann man ja mal, vielleicht habe ich dann sonst eine Person, mit der man sich da mal treffen kann. Ja, vielleicht überlegen, einen Tag irgendwie hinzugehen. Ich habe Activision mal angehauen, ob die irgendwie was auf der Messe zeigen und wann Zugang kriegen könnte, ich somit ein Ticket kriegen könnte. Dann könnte ich vielleicht für ein oder zwei Tage auf die Messe gehen. Weil ich beim Kollegen einfach in Köln bin. Das ist das neue Terminus. Das ist Early Access hier am Start. Hallo Reflex. Oh mein Gott. Das war knapp. Warum machst du 24 Stunden Rennen auf Eisendrache? In Klammern mit 5000 Kilo extra Gepäck auf dem Rücken. Für eine kleine Challenge. Jo, 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 jo. Ich wollte das hier eigentlich freikaufen. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Jetzt geht's. Danke. Düsseldorf fährst du. Ja gut, auch eine gute Ecke. Jawohl, na, geht eigentlich. Mal gucken, wenn es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass die mir so ein Ticket da besorgen. Dann gehe ich vielleicht hin. Wenn nicht, ja, weiß ich nicht. Lohnt sich für mich gar nicht mehr so. Ich zock halt auch. Ich zock zwar jetzt gerade in diesem Moment, aber ansonsten zocke ich halt einfach nicht. Ne, ich zock halt beim BO3, dann bin ich happy eigentlich. Wäre cool, wenn Neues kommen würde, aber es gibt halt. Ich weiß halt, es wird nichts kommen, was in die Richtung kommt. Deswegen zocke ich einfach mal BO3 und ich bin einfach happy. Gib mir neue Maps, hier schön Customs und dann läuft schon. Ich habe ja jetzt Dings. Strom. Leck mich am Arsch. Holy shit, war das knapp. Das war sowas von knapp. Ja, ich muss unbedingt was gegen die Schnellen machen.
Das heißt, Stamina ab schnell holen. So, dann hier. Müssen jetzt schlau die Perks kaufen auch. Muscle Milk, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit Cooldowns. Oh, Muni. Ich brauche noch dieses extra Perk mit mehr Munition. Deutlich besser. Deutlich besser mit Doppelfeuer, diese Waffe. So, sehr gut. Was ist das nächste, was wir holen müssen? Ja, ja, mach ich. Mach ich. Ich habe die E-Mail letzte Woche, Ende letzte Woche rausgeschickt, am Freitagmorgen. Habe ich jetzt auch keine Antwort erwartet, am Freitag. Vielleicht kommt da heute oder morgen noch was zurück, dass die spontan da was klar machen können. An sich ist das ja eigentlich immer recht easy für so Aussteller oder Leute, die halt eigentlich was mit den Aussteller zu tun haben. Deswegen, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe auch Verständnis sozusagen, wenn ich halt... Gott, wenn ich sozusagen sowas nicht kriegen würde, weil ich halt jetzt die letzten Jahre sehr inaktiv war. Deswegen muss man sich auch fragen, ne, was ist denn der Sinn für Activision dahinter? In Anführungszeichen. Also ich denke, ihr versteht den Sinn. Was sind ja jetzt auch ein paar Dramen in der Ami-Szene. Mit diesem Z-House, mit Mr. T-Lexify irgendwie. Deswegen muss ich auch Ami-Content machen eigentlich. Wieso wieder so aktiv? Weil WO6 kommt und es sieht stabil aus, tatsächlich. Und ich habe es ein bisschen vermisst auch, einfach zu streamen. Das kommt auch noch dazu. Jo, Alessio, hau rein. Ist doch einer müde. Gerade noch, Alter. In der allerletzten Sekunde. Diese Zomo-Leute, Alter. Die ist unmöglich zu killen fast. Irgendwo war dieses Bandoiler Bandit noch. Was ist das hier? Faster Health Regen. Das nehmen wir schon mal mit. Das klingt schon sehr gut. Zufälle will ich jetzt auch nicht holen. Okay, das ist auch ein Lebensversicherungsperk eigentlich. Ah, guck mal hier. Da haben wir doch den Boy. Guck, das meine ich mit Lebensversicherungsperk. Gleich zweimal in Action gewesen. Und einmal hier. Ja, notfalls behalte ich die. Ne, ich nehme die mit. Die war eben ganz nice. So, dann setzen wir uns an das Baby Easter Egg. So, das mal direkt ausnutzen, dass wir das Ding noch haben.
Guck mal, ganz, ganz easy. Activision Alex. Ja, wieso? Ich mache einfach dann. Ich benenne mich um. Komplett gebrandet mit Activision. So ein Festvertrag nochmal, so eine fünfstellige Summe im Monat, wär okay. Würde ich machen. Da würde ich meinen Arsch für verkaufen. Jetzt die Frage, wo war das letzte Baby? The last spot for the baby. Guck, jetzt kann man auch Blue Shell aktivieren, theoretisch. Wow. Crazy Effekte. Sehr gut. Junge. So. Das geht noch immer nicht. Brauche ich auf jeden Fall noch eine dritte Waffe und dann würde ich mich an den nächsten Step mal setzen. Auf jeden Fall drei Waffen, die richtig vollgeladen sind. Alle COD-Zombies wieder langsam aus den Löchern kriechen. Ja, wenn gut in den letzten Jahren nichts kam, ist ja klar. Ist halt das Game hier jeden Tag spielen, das ist auch ein bisschen langweilig. Über Jahre. Macht einen stabilen Eindruck. Vielleicht behalte ich die. Bullfrog. Ja. Da behalte ich die erstmal. Dann hole ich mir dritte Waffe auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Muni noch im Start. Wäre nett. Das war auch ganz praktisch. Das ist Stone Cold. Nee. Munition, Munition, Munition. Den noch am Start. Das hier, Chain Melee Steps, nee, brauchen wir nicht. Zu riskant. Ich will nichts im Nahkampf killen müssen, Alter. So, Mule Kick. Fünfstellig die Woche ist auch besser, ja, das... Können die auch machen. Activision könnt ihr auch gerne fünfstellig die Woche überweisen. Ist auch nett. Würde ich mich auch nicht drüber beschweren. Aber bitte. Bitte auch über ein paar Jahre hinweg dann. Ich möchte jetzt nicht nur so einen Einjahresdeal haben. Yo, die ist richtig gut. Die ist auch noch extrem stark. Ich krieg halt nur solche Waffen raus hier. Was ist das? Nee, bloß nicht. Okay, er ist erstmal der letzte. Ich brauche eine LMG oder sowas, wäre halt echt super praktisch. Weiß nicht genau. Das sieht aus wie ein Hybrid aus Sturmgewehr und Sniper. Okay. Dann müssen wir wohl so unser Glück versuchen. Was passiert jetzt?
Auf jeden Fall Einzel. Dafür leider sehr schwach. Nicht genug Muni einfach immer. So, jetzt ganz schnell, Alter. Samu, danke. Nächsten Lockdown-Step. Alter. Aber es ist... Es ist optisch komisch, aber es ist super nice zu spielen. Das hat ein bisschen Vibes, dieser Step hier, finde ich, von der Riese Declassified. Death Machine. Nein! Community zocken mache ich auf jeden Fall auch wieder, ja. Safe. Allerspätestens zu Black Ops 6 wieder richtig, richtig viel, aber davor werden wir auch noch ein bisschen was machen. Ah, die Kiste ist ja gar nicht drin. So, hier müssen wir aufpassen. Hier sind wir vorhin verreckt. Alter. Junge. Heilige. Ja, ist doch gut, direkt doch. Ich brauche jetzt erstmal hier, was auch immer das ist, ich nehme es mit. Ich brauche mehr Perks. Mehr Perks, mehr Waffen, mehr alles eigentlich. Bessere Waffen vor allen Dingen. Oh, ich glaube beim Spawn war noch irgendwas. Das kann zum Notfall, glaube ich, die Perks zurückgeben, wenn wir down gehen. Wenn wir damit keinen Husu haben, sticht sich das auch nicht. So. Danach haben wir hoffentlich auch endlich mal das Ding freigeschaltet. Rizeflitze, vielen Dank für den Sub. Kuss auf die Nuss, Digi.
So, wo ist die Kiste? Ich glaube, ach, die war hier direkt sogar um die Ecke. Das Ding behalte ich auf jeden Fall. Das Ding würde ich gerne mit Muni haben. Chain Electric Millisteps. 15 Second Cooldown. Nee, lass ich erstmal. Obwohl, ich habe jetzt eh so viel Geld. Juckt jetzt eh nicht. Juckt nicht. Ist das hier irgendein Sniper? Will ich nicht haben. PPSH hat schon was. Ein bisschen Nostalgie hier im Start. Jo, nehme ich auf jeden Fall mit. Das Ding doch vielleicht Austausch für... Nee. Das ist es mir nicht wert. Dann gucken wir mal, wo ist das nächste Spöttchen? Da. Tayun, was geht, was geht, was geht? So, jetzt hier Konzentration für den nächsten Spot. Das war das Perk, was wir eben noch geholt haben. Ist kein fucking Schild oder so. Schwierig hier. Das hat immer keine Munition irgendwie. Hier dauert das Nachladen halt einfach eine Woche. Habe ich das hier? Ach, dieses Perk, Alter, das hat mir so den Arsch gerettet gerade. Ist das hier gewesen? Jawohl. Bereit für den nächsten Spot? Nein. Eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Und dann mal ab zur Kiste. Ich brauche jetzt... Nein, verdammt. Ich brauche eine neue Waffe. M16... Nee, ist es auf jeden Fall nicht. Jo, nehme ich mit. So, einmal so rumrennen über die Map. Das hat auch gefühlt keine Muni. Bisschen schade, Alter. Ich muss mittlerweile eigentlich eine gepanschte haben. Viele Spots muss ich halt aber auch nicht mehr machen, glaube ich. Wenn ich halt nicht nachladen muss, ist die eigentlich gut. Das LMG. Und sobald ich nachladen muss, selbst mit Speedcola, ist das fast unmöglich einfach, das Ding irgendwie lebendig zu überstehen.
Schön turnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. So gut. So gut das Ding hier. Müssen wir bitte langsam hier abschließen? Yo, Alter. Geschafft. Alles durch? Kann ich das jetzt abschließen? Wie geht's jetzt hier weiter? Lol, Alter, was muss ich denn jetzt machen? Was genau hat mir das jetzt gebracht? Hier hinten noch irgendwas? Hat einer die Web schon mal gespielt? Hilfe! Jetzt haben wir so einen guten Run, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Das haben wir, das haben wir. Alle Perks soweit am Start. Hier auch nichts mehr. Och, ja, das haben wir noch nicht. Hole ich auch ungerne. Who's Who ist wirklich der Killer von allen Perks. Er muss ja doch irgendwas geben. Das habe ich eigentlich ohne Twitch und YouTube so gemacht. Mein Leben genossen. Ohne den ganzen Stress und Drama. Na, halbwegs genossen zumindest. So, was geht hier ab? Warum kann ich hier nichts machen? Hier ungelogen nichts unternehmen, du. Guck gleich mal auf die Shop-Seite einfach nochmal. Weil dann, hier gibt es eigentlich ein Endgame. Was haben wir denn hier? Workshop. Marni, wie hieß das? Yoshi? Race Jump of the of Gombas. Ah, lol. Okay. Wir müssen auf diese Dinger springen. Auf diese komischen Kackhäufchen da. Die Frage ist, wo sind die jetzt alle hin? Diese kleinen braunen Pilze, die da rumrennen. Da müssen wir raufjumpen. Das ist wohl ein Easter Egg noch. Also es ist Teil von dem Easter Egg, was wir machen müssen. Da sind noch mehr. Hier ist nur einer scheinbar. Oder ich habe die anderen vielleicht auch so sehen gemacht. Ja, den ersten weiß ich auch, wo der ist. Aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Also da gibt es gar keiner. Oder kommt der erst, wenn ich... So. Und
jetzt? Ach, der spawnt jetzt vielleicht auch erst. Das kann echt gut sein, ja. Können wir, wo der Geist jetzt hin ist? Wo ist denn der nächste? Sorry, ich bin nicht so bewandert, was Mario Sachen angeht. Das ist aber ein kleiner Kack, ist ein kleines Kackhäufchen eigentlich. Und wo ist jetzt der letzte? Muss ich die ganze Zeit diese Map wieder ablaufen oder was? Oder habe ich mich an einen gelaufen? An einen vorbeigelaufen. Muss der Event dann wieder vorher sein? Digi. Was ist das hier? Man hat einfach eine massiv lange Respawn-Zeit. Das kann auch sein. Ah, ne, hier. Ja, da muss ich jetzt die ganze Map einfach nochmal ablaufen. Freches Easter Egg. Wirklich frech, frech, frech. Aber die Map an sich ist ziemlich geil gemacht. Also dieser Lockdown-Step, der war richtig schwer. Der war richtig Action-U. Der war richtig... Hatte ich ein bisschen Angst in meine Hose gemacht. Die braune Angst ist herausgekommen. Das ist ein Running Simulator. Ja, ich bin hier wirklich... Ich mache hier richtiges Rennen. Passt einfach zur Karte. Diesmal gehe ich so rum. In der Hoffnung, es geht jetzt ein bisschen schneller. Am Ende spawnt das Ding einfach 5 Meter dahinter oder sowas. Ja. Chilliger Ausflug auf dieser Karte, würde ich sagen. Ah, Digi. Das wäre jetzt doch wieder besser gewesen, wäre ich die andere Richtung gelaufen, glaube ich. Yes, Goomba Step complete. Jetzt ist Step complete by the ending now available. Oh, ich habe noch 2 Perks bekommen. Einmal Tombstone hat ich noch nicht geholt und einmal Vulture-Aid ist auch irgendwo versteckt scheinbar. Ja. Mal kurz punchen. Geht hier ab. Beat the Map 40k. Okay, haben wir zusammen. Easy. Easy Mode, nur 3 Versuche gebraucht. Alle guten Dinge sind 3, außer noch bessere Dinge haben die Nummer 4, wie Heiko Westermann.